Die Nazi-Zeit werde ich nie vergessen. Ich ärgere mich nicht darüber, ich bin nicht bitter. Aber die Zeit, das ist meins. Das habe ich bekommen. Wenn man von dieser schrecklichen Situation am Leben bleibt, also ist alles möglich. Da sagt man nicht, ich kann nicht. Man kann eben alles, weil nichts wird so schlimm sein wie Auschwitz. Es war ein wunderbares Zusammenleben in Prag, ja. Juden und Nicht-Juden, ich hatte Freundinnen, Christinnen, auch Jüdinnen, aber das hat man nicht bemerkt. Das war okay, die habe ich gern und sie ist das oder kein Problem. Ich war ein geliebtes Kind und ich wurde in eine gut situierte Familie geboren. Meine Eltern waren so, heute sehe ich es modern. Das Haus war schön, man hatte ein Auto, Ausflüge gemacht, also nichts hat man bemerkt, dass das Leben nicht weiter schön sein wird. Also im Jahre 1938 ist der Kollaps gekommen. Meine erste Begegnung, dass sich das Leben ändert, war an einem Sonntag, wo man mich immer geschickt hat, Eis kaufen. Und ich gehe in die Konditorei und ich sehe, an der Tür ist ein Plakat und es steht dort, Juden und Hunden Eintritt verboten. Das war der Moment, wo ich begriffen habe, auf einmal bekommen verschiedene Verbote, also der gelbe Stern, und auf einmal konnte ich nicht in die Schule gehen. Ich kann mich erinnern, in die Villa, ja, ist gekommen in ein Auto, ich glaube, es war ein schwarzer Mercedes, und elegante Herren in schwarzen, langen Gummimanteln, SS, sind hereingekommen. Von diesem Moment hat meine Kindheit geendet. Hierher zu kommen, ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen. Es war das letzte Zuhause, also irgendwie, das sagen wir aber alle, das war unsere Jugend, das letzte. Wir waren nicht so die Jugend, aber trotzdem, wir waren 15, wir waren 14, wir waren Kinder, wir haben da unsere Träume geträumt. Ich kann mich noch erinnern, wie man da über Herrgott diskutiert hat. Wenn er das sieht, was sagt er dazu? Wir waren doch solche anständige Menschen. Warum müssen wir jetzt auf einmal so leben? Wir haben gewohnt unten und das Fenster war zugefroren. Es war so kalt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, diese Kälte. Es war enorm viel Schnee, als wir kamen im Dezember 1941. Enorm, enorm. Man ist gegangen direkt wie in der Watte. So haben wir gewohnt. Aber auf der Erde noch. Wir hatten noch nicht, dass es zwar schon Luxuriös, dass man Betten hatte. Wir waren noch am Anfang, war alles auf der Erde. Mit einem Strohsack, Koffer, AAA, der Transportnummer aufgeschrieben. Alles bekannt, alles habe ich schon gesehen. Ich bin da und das ist gleich am Anfang, da war ich vielleicht 12 Jahre alt. Und das ist die Ella Weiß, die war die Katze und da ist der Brunjibar. Der Brunjibar, der hat Mengele in Gas geschickt. Pane mlíkaři, dejte nám mlíčko, máma nám uvaří bílý kafíčko. Pekko berec, tonka venka noviny, mára čistí ptačí klec, tonka venka noviny.
Mári klepe na Prahu, Tomka venčí pudlíka, Bára drhne podlahu, bože, toto utíká, Jarmila si zpívá, pando, vá. Pan domácí kouká z okna, na všecko se dívá. Aber das ist eine originale Aufnahme. Etwas Gutes haben sie gemacht damals, die Deutschen das aufgenommen. Ich gehe jetzt genau dieselbe Route, denselben Weg wie damals vor Jahren. Und da waren immer voll mit Kastanien unten. Und das haben wir, man dürfte nicht mehr Kastanien nehmen, aber wir haben trotzdem genommen. Schau, wow. Ich habe nach Hause gebracht so viel und mein Vater hat mir davon Spielzeuge gemacht. Man kann den kleinen Holzstäbchen geben und verschiedene Augen machen. Ja, ich habe einen ganzen zoologischen Garten und Puppen gehabt aus Kastanien. Der Peter war in Theresienstadt ein Fußballspieler. Er war in dem Alter, wo er schon als Erzieher fungierte. Ja, wir waren noch klein. Ich war 11 damals und er war 21. Am Weg haben wir gesehen einen Kirschenbaum. Und der Peter hat gesagt, isst wie viel ihr wollt, aber nimmt nichts mit. Aber er alleine hat genommen, weil seine Mama hat so gern Kirschen gehabt. Er hat ein paar Kirschen genommen, hat sie eingewickelt in einen Schal, dass er die Kirschen am Rücken hatte. Und so sind wir zurückgegangen ins Ghetto. Und auf einmal sehen wir, er hat Blut am Rücken. Da hat er sich so gedreht und wir haben ihn so geschützt, weißt du, sind immer in seinen Rücken gegangen. Wir sind gut durchgekommen und die Mama hat die Kirschen bekommen. Und wenn ich heute denke, dass sie nachher in Auschwitz, sie ist sofort ins Gas gegangen, die Mutter von Peter. Meinen Vater habe ich das letzte Mal gesehen in Theresienstadt, als wir ihn begleitet haben zum Zug. Damals sind ja die Männer weggefahren, also das war nur ein Männertransport, das war in Oktober 1944. Die sollten fahren, um ein neues Ghetto aufbauen und die Frauen werden nachkommen. Und wirklich nach 10 Tagen circa haben sie gesagt, wer sich freiwillig melden will in das neue Lager, kann sich melden. Und die Transporte werden genommen. Also alle haben sich gemeldet, wieder mit den Männern zusammen zu sein. Man hat Väter, Kinder, Söhne. No, und da sind wir gefahren, freiwillig nach Auschwitz. Wir sind gefahren nicht mit einem Viehwaggon, mit gewöhnlichem Zug, aber die Fenster waren zugemacht mit Platten von Holz. Da hat die Mama herausgeguckt und hat gezeigt auf die Sterne. Und dass wir alle solche kleine Sternchen sind und ja, so lieb, so streichelnd. Nach 3 Tagen sind wir angekommen in Auschwitz, haben gefragt, wo sind die Männer? Haben gemeint, die Fabrik, die Ofen mit dem Feuer, das ist eine Fabrik und da arbeiten die Männer. Haben die Frauen, was dort in Auschwitz waren, so auf uns gelacht. Und haben gesagt, ja, das ist der einzige Weg, wo man herauskommt von hier, durch den Ofen. Man hat überhaupt nicht verstanden, wo man ist. Da haben wir gemeint, wir sind im Irrenhaus. Alle Leute waren schrecklich, so komisch angezogen und hin und her gelaufen und die Hunde und das Bellen und das Schreien und das Heulen. Man hat uns in die Sauna gebracht, also das ist so ein Raum, wo oben die Köpfe sind so wie Tusch, ja. Da haben sie gesagt, ja, da kann auch Gas herauskommen, ja. Zu uns ist gekommen eine Freundin von meiner Mama, noch aus Theresienstadt, hat gesagt, wenn man dich fragt, wie alt du bist, sag 18.
weil Mengele hat links, rechts, rechts, links Kinder von der Mama weggerissen. Und ich bin durchgegangen, er hat mich nichts gefragt und nichts. Ich habe nur immer geguckt, wo die Mama ist. Und auf der anderen Seite habe ich nachher wieder mit der Mama gewonnen. Aber viele Kinder haben so die Mutter verloren, weil damals mit 40 warst du alt. Ich habe alle diese Sachen, ich habe das nicht wahrgenommen, damals überhaupt nicht. Ich habe auch nicht diese Leichen nicht wahrgenommen. Und als wir so vorbeigegangen sind, hat Mama immer irgendwie mich so gedreht. Also sie hat mich herausgebracht in Gedanken aus dieser schrecklichen Wirklichkeit. Und ohne meine Mutter wäre ich nicht da. Ich habe Auschwitz, ich war wie in einer Narkose. Ich habe alles irgendwie, jede Nacht habe ich geträumt, ich bin zu Hause. Und dann kam der Todesmarsch. Das war ein Weg zum Umbringen. Leute, was erschöpft waren und was nicht weiter konnten, haben sich hingesetzt und wurden sofort erschossen. Sofort. Man hat geschossen, Hunderte. Wir waren am Anfang 1700 und geblieben von den allen sind 70 Frauen. 70 haben überlebt den Todesmarsch. Ich kenne das trockene Geräusch von der Kugel, wenn sie fliegt, dieses Kst, Kst, durch den Wald. Das kann ich sehr gut noch immer hören. Und dort ist meine Mutter gestorben. Am Abend hat sie mir gesagt, es tut mir so leid, ich muss dich lassen, ich kann nicht mehr. Hat die Augen zugemacht und ist gestorben. Ich wollte nicht glauben, dass sie tot ist. Ich konnte das nicht glauben. Dann sind wir irgendwie nächsten Tag noch gegangen und da waren wir schon sehr wenig, da waren wir schon 250 Frauen. Und in dieser Nacht hat man uns in eine Scheune gebracht und gegeben. Und ich habe mich in einer Ecke, wo eine Kuh war, dort hat es gestunken, schrecklich, und es war warm. Und als ich aufwachte, war ich allein, sind alle weg und man hat mich nicht gefunden. Die Hunde konnten mich nicht riechen, weil ich war so gestunken nach der Kuh dort. Und so hat man mich vergessen. Bald in der Früh, es war noch Sterne, das kann ich mir erinnern. Und ich habe nicht gewusst, wohin, wo. Felder. Und da bin ich gegangen ein bisschen. Und als es ein bisschen Licht war, habe ich gesehen, dass in dem Feld ist ein Trakt von einer Eisenbahn, was dort fährt. Da habe ich gemeint, ich werde nach der Eisenbahn und vielleicht komme ich irgendwo hin. Irgendwie bin ich so gegangen und auf einmal habe ich gestanden vor einer Wachstube und ein junger Soldat auch kommt heraus. Halt! Sag ich, was machst du da? Ich bin verloren gegangen. Und hat er gelacht und hat das Gewehr so an mich gemacht mit dem. Und in diesem Moment ist gekommen ein anderer von derselben Bude heraus. Lass sie gehen, krepiert von allein. Siehst du nicht, wie sie aussieht? Und so haben sie mich gehen gelassen. Da ist es. Dort bin ich ohnmächtig geworden und weiß nichts mehr. Und als ich aufwachte, war ich im Bett. Es waren Leute ringsherum. Man hat gesagt, sie braucht einen Arzt, sie stirbt. Aber der Arzt, den kann man nicht rufen. Der ist auch für die deutsche Besatzung. Da haben sie eine Hebamme gerufen, hat von einer Frau, was ein Baby hatte, Milch gebracht. Und so hat sie jeden Tag, also ganze Woche, haben sie mich gefüttert mit Muttermilch. Und so bin ich geblieben.
Das ist das Haus. Dort war ich drinnen und als man diese Tür geöffnet hat, war ich quasi gedeckt. Wenn jemand möchte hereinkommen, sieht er nicht, sieht er den ganzen Raum, aber mich nicht, weil dort war so eine Mulde und dort war ich. Und da war die Latrine, unsere Toilette. Die war immer noch. Siehst du, wie schön? Aber das war damals nicht da. Es war ganz... No pani hrub. Dobrý den. Od rána čekáme, jo? Od rána. Od rána a vy přijete takhle dlouho. No jo, už jsme byli. Ich bin da wieder zur Welt gekommen von 9. Ich war ja halb, dreiviertel tot. Und diese, schau, das waren so einfache Menschen, das waren aber diese Liebe, was zu mir war und das, dass ich so akzeptiert war, so wie ich war. Unglaublich, unglaublich. Also es bringt mich zurück zu der Zeit. Ja, ich kann mich genau erinnern, was ich da schreibe, wie ich damals war. Der Krieg ist zu und alle sind so zufrieden und alle sind glücklich. Und du denkst an die vielen Tote, an deine Mutter. Ja, sicher habe ich ihn sofort erkannt. Er war sehr, sehr, sehr attraktiv. Und da haben wir angefangen zu tanzen und auf einmal ist irgendeine Flamme gekommen. Und so haben wir getanzt und getanzt, nachher 69 Jahre zusammen. Ja, damals haben wir uns irgendwie... ist es angefangen. Und dann den nächsten Tag ist der Peter gekommen und hat gesagt, du musst zu mir kommen. Und ja, es war so vom Anfang klar, dass wir zusammenbleiben. Es war nicht schwer, sich in den Peter zu verlieben. Der Peter hat am Schiff gesagt, da werde ich dir ein Haus bauen. Und werden Kinder haben, die werden nicht erleben, was wir hatten. Es ist eine Erinnerung, die mich immer wieder aus den Gleisen schmeißt. Wir waren ein fantastisches Paar für das Leben.